Hey ihr da draußen und ganz herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ja, ihr fragt euch, warum ich hier in Golden Hills einfach so rumstehe, aber ihr habt sicherlich im Titel gelesen, denn wir werden uns heute eine neue Heimat in SSO suchen. Vielleicht wird es den einen oder anderen wundern, weil ich ja viele Fakten genannt habe, warum man in GH ja den Heimatstern machen sollte, aber natürlich war das nur Comedy und Unterhaltung. Ich liebe den Stall, aber ich brauche wieder Abwechslung und möchte jetzt in einen anderen ziehen. Ich bin sehr, sehr gespannt, für welchen ich mich entscheide und ich dachte einfach, dass ich euch heute mal mitnehme und mir selber mal ein paar Heimatställe angucke. Gerade so die, bei denen ich selber noch nicht war und da gibt es tatsächlich gar nicht so viele. Aber wir fahren jetzt einfach mal los und gucken uns den ersten an, denn wie gesagt, wir werden heute unseren Heimatstall wechseln. Ich war jetzt sehr lange in Golden Hills, ich war früher sehr lange bei Steve, ich war in Fort Pinter, ich war in wirklich sehr, sehr vielen Orten. Aber ich würde gerne mal gucken, was es da noch für andere Dinge gibt. Zum einen käme für mich in Frage die Südhu-Farm, die ich eh schon immer mal mir näher angucken wollte. Weil anscheinend soll es da auch ganz gemütlich sein und so weiter. Aber ja, ich war mir jetzt nie ganz sicher, weil da ist wirklich nicht so viel los. Also, es ist zwar ganz schön, so, man fühlt sich so ein bisschen gleich heimisch, also ganz schnuckelig auf jeden Fall. Hier sind die kleinen Schweinchen, hier sind die Asiatik-Ponys oder... Ja, das war richtig. Und ehrlich gesagt habe ich von diesen Pferdchen keins, aber egal. Habt ihr übrigens gesehen, heute kam dieses Update raus. Ich freue mich voll. Es war genau das, was ich mir in meinen Star Stable-Ideen gewünscht habe. Und das ist sehr, sehr cool, weil es war eben genau das, was ich mir erhofft habe. Naja, gut. Da gibt es Kätzchen zu kaufen. Der Heimatstall ist anscheinend da vorne. Aua. Okay, hier. Aber ich weiß auch nicht. Also hier ist mir wirklich ein bisschen zu wenig los. Da weiß ich auch nicht so genau. Südhof. Na, wenn ich da hinreite, dann kommt es mir irgendwie nicht so vor, als würde ich sagen, hey, da gehörst du hin, da ist dein neuer Heimstall. Deshalb entscheide ich mich jetzt auch mal dagegen, würde ich sagen. Hat sie denn Heimatstelle? Das fehlt noch, oder? Ah, nee, perfekt. Also, wir tun jetzt einfach mal nur die Heimatstelle markieren. Und die sind wo? Hallo? Okay. Da ist ein Heimatstall. Aber irgendwie ist da so ein bisschen... Da sind nicht überall. Ach so, mein Heimat... Oh mein Gott. Ich denke gerade so, hä? Das sind doch gar keine Heimatstelle. Aber es geht wohl allein um meinen Heimatstall. Was natürlich echt... Ja. Mapmaker-Event. Das sieht nach was Neuem aus. Aber zuerst mal gehen wir natürlich weiter zum nächsten Heimatstall. Ich war auch lange Zeit in Fort Pinter, möchte da allerdings nicht unbedingt mehr hin, einfach weil ich da schon so lang war. Ich bin oft mit der Fähre gefahren und irgendwie hat es mir die letzten Nerven gekostet. Keine Ahnung. Ich würde sagen, wir gucken uns Jalaheim an, denn unter dem Video 10 Gründe, warum man in GH seinen Heimatstall haben sollte. Da war ganz klar Jalaheim bzw. der Jorvik-Stall auch sehr, sehr, sehr beliebt. Also gehe ich davon aus, dass ihr alle sehr gerne dort seid und ich finde irgendwie nicht den Ausgang. Wo war der denn jetzt? Ah, gut, wenn man falsch abbiegt, das passiert manchmal. Wir gehen zum Jorvik-Stall und gucken uns an, wie uns das gefällt, weil es ja doch anscheinend ziemlich cool dort sein soll. Ich persönlich war schon mal im Jorvik-Stall, allerdings bin ich nach ein paar Tagen wieder zurückgewechselt, damals zu Steve. Ich weiß auch nicht warum. Hier scheint es auch ziemlich ruhig zu sein, wobei es gerade kurz vor 4 ist, also so eigentlich die Zeit, wo ich dachte, da ist am meisten los. Ich meine, es ist cool, da sollte direkt die Arena und so sein, aber also ich finde es wirklich, wirklich richtig toll hier und hier hat es auch Rennen und alles. Dennoch bin ich nicht überzeugt. So, wenn ich jetzt hier rumreite, dann... Nee, kann ich mich nicht so ganz damit identifizieren. Und weiß ich auch nicht. Es
wäre zu gewöhnungsbedürftig. Also tatsächlich kommt für mich Whale Day und Foregroove nicht mehr in Frage, weil ich da schon war und es hat mir nicht so gut gefallen, so allgemein. Deshalb, Golden Hills war ich dann auch schon, nur Hillcrest war ich auch schon sehr lange. Was gab's denn hier überhaupt noch? Eine Sache wollte ich noch angucken. Ah, genau. Und zwar bei der Baroness. Ich weiß gar nicht, wie das heißt. Wie heißt das denn? Ja, gut. In Dundle war ich übrigens auch sehr, sehr lang. Hat mir auch gefallen, aber es war mir ein bisschen zu abseits von allem. Denn das Silverglade-Landgut, das wollten wir uns noch angucken. Tatsächlich hatte ich damals für einen ziemlich langen Zeitraum meinen Heimatstall auch beim Silverglade-Landgut. Aber, meine Lieben, da bin ich dann auch relativ schnell wieder weg. Fragt mich nicht, warum. Also, dann bin ich wieder zurückgekommen, war dann länger da und bin wieder weggegangen. Aber es ist eine wirklich sehr, sehr lange und komplizierte Geschichte. Dieses Hallo, Meerschweinchen. Psst, ganz ruhig. Es sind zwei Männchen und hin und wieder machen sie immer noch ein bisschen Probleme. Aber sonst geht's ihnen super. Meine zwei Alten. warum ich jetzt hier stehe, ich habe mir überlegt, auf diesem Account noch ein schönes Lusitano zu kaufen. Aber ich glaube nicht. Nee, in Andalusia, oh mein Gott, was laber ich eigentlich? Ich glaube nicht, dass es einer dieser Farben wird. Hoffentlich kommt noch eine raus, die ich mir dann kaufen will. hier ist es ganz praktisch, weil man sehr viele Ränder hat. Man hat die Reiterarena in der Nähe und es ist eigentlich ganz passabel zu erreichen. Das muss man schon sagen. Also es ist wirklich kein schlechter Standort. Ich habe mir jetzt überlegt, ob ich vielleicht doch einfach wieder nach Silverglade gehe. Und ich würde sagen, dass meine Entscheidung jetzt so ein bisschen zwischen Silverglade-Landgut und Silverglade bzw. Steve's Farm liegt. Ich denke, dass ich mich dafür entscheiden werde, weil bei Steve ist einfach so unheimlich viel los, so extrem krass viel und das ist natürlich auch nah für meine normale Rennen- und Koppelstrecke. Also meine Lieben, ich habe mich entschlossen, hier meinen Heimstall zu machen. Das war jetzt ganz spontan, weil irgendwie, wenn ich da hinkomme, dann weiß ich gleich, das ist mein neuer Heimstall. Also das ist mir dann irgendwie sofort in den Sinn gekommen. Wir machen jetzt diesen Stall zu unserem Heimstall für 25 Starcoins, yes, und können direkt mal reingehen und den besuchen. Oh, das wird so ungewohnt. Immer wenn man den Heimstall wechselt und sich abholen lässt, ist man total gecringed, weil, ne, ihr wisst, dann erwartet man gar nicht, dass man dort ist, obwohl das der neue Heimatstall ist. Hier sehen wir übrigens auch diese mega coolen neuen Animationen, die mir echt gut gefallen und mit denen ich bestimmt wieder richtig coole neue Looks ausprobieren kann und werde. Nee, ganz im Ernst, ich bin wirklich begeistert. Das gefällt mir richtig, richtig gut. Und, ach, es ist einfach so cool. Ich hoffe einfach, dass nach ein paar Funktionen reinkommen, die ich mir gewünscht habe und dann bin ich einfach nur mehr als zufrieden. Also das ist wirklich eine Funktion, die habe ich mir sogar in den SSO-Ideen vor einem halben Jahr oder so gewünscht. Und genau das ist passiert. Ich bin mega, mega happy damit, dass Star Stable das umgesetzt hat. Aber gut, meine Lieben, wir haben es jetzt endlich auch geschafft, uns am Heimatstall zu suchen. Das ist genau das, was ich wollte. Und wir sind jetzt beim Weingut offiziell. Das heißt, es warten die nächsten 10 Fakten, warum man beim Weingut den Heimatstall haben sollte. Auf uns. Natürlich müsst ihr das alles mit Humor sehen. Und wenn ihr Vorschläge habt, warum ihr am Weingut euren Heimatstall habt, könnt ihr das gerne in die Kommentare schreiben. Ansonsten, ich finde auch genug eigene Ideen, aber ich finde es immer ganz cool, ein bisschen Community-Beiträge aufzunehmen. Wir haben hier die Reithalle direkt und wir haben hier die Rennen, wir haben hier die hübsche Baroness, wir haben hier, dort sind Rennen, dort ist Silverglade, wir haben super Hänger, wir haben tolle Pferde und es ist auch immer einer der neuesten, wir haben tolle Shops und Golden Hills ist auch gleich in der Nähe, was mir natürlich auch sehr wichtig ist, weil ich liebe Golden Hills, wie ihr wisst, immer noch sehr, sehr. Und dieses Pferd gefällt mir doch mehr, wie ich dachte. Also dieses dunkle, dieses schwarz-bräunliche. Naja,
Ob ich mir je noch ein Andalusier hole, das werdet ihr dann wohl in den nächsten paar Videos sehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen, hier zuzugucken. Und dann wünsche ich euch noch einen ganz, ganz tollen Tag. Und wie gesagt, schreibt auch mal rein, wo ihr euren Heimi habt und warum. Bis zum nächsten Mal, meine Lieben.